Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und heute ist Mittwoch, der 14.01.2015. Wir haben 9.19 Uhr, ganz genau. Alle Augen richten sich heute auf den Europäischen Gerichtshof. Da geht es nämlich um die Frage, ob die EZB, also die Europäische Zentralbank, unbegrenzt Staatsanleihen kaufen darf. Mit erhöhter Volatilität ist zu rechnen. Dann stehen noch um 14.30 Uhr wichtige Zahlen aus den USA an, Importpreise und der Einzelhandelsumsatz, wichtig. Und um 20 Uhr dann das Beige-Book der Fed. Gestern Abend sahen wir nochmal einen gehörigen Abwärtsdruck im Dow Jones. Da ging es knappe 500 Punkte nach unten. Hier der Widerstand bei der 17.940er Marke, der wirkte. Dow Jones konnte immer noch nicht ausbrechen und wir fielen dann hier wieder bis in den Bereich von 17.500 Punkten. Die Nervosität nimmt deutlich zu. Was ist noch berichtenswert? Na gut, der Yen ist deutlich stärker geworden. ZB, Kanadisch Dollar, Japanisch Yen. Da können wir aber auch andere Yen-Paare nehmen. Die sind alle unter Druck gekommen. Euro-Yen auch hier weiter fallend. Also der Yen ist deutlich stärker, was natürlich nicht wirklich positiv für die Aktienmärkte ist. Der US-Dollar zeigt da ein wenig Schwäche, was wir hier im Euro-US-Dollar sehen. Fangen wir mal mit dem Euro-US-Dollar am besten an. Der Euro-US-Dollar weiterhin seitwärts. Wir haben zwar hier beim Vortageshoch die 1,1873, das wäre ein erster Long-Ausbruch und positiv zu werten. Es gilt nur der Hinweis, dass die psychologische 1,19er-Marke da noch drüber pendelt. Normalerweise ist es so, dass diese psychologischen Marken nicht allzu viel Relevanz haben, zumindest nicht aus Sicht der Markttechnik, denn es ändert ja nichts am übergeordneten Trend. Aber man muss es dennoch zumindest mit einbeziehen oder sollte es mit einbeziehen, nicht mehr und nicht weniger, nicht übergewichten, aber auch nicht untergewichten. Daher ein erster Ausbruch heute wäre über der 1,1870 zu erwarten, dann vermutlich bis zur 1,19. Über der 1,19 wäre dann Platz erstmal bis in den Bereich hier von 1,1975 oder 1,2038. Ansonsten sind wir weiterhin seitwärts und ein Short-Durchbruch der 1,1750er Marke sollte zu weiter fallenden Kursen führen. Das wäre auch gleichbedeutend hier mit unserem Long-Setup im US-Dollar-Schweizer-Franken. Wenn der nämlich Long ausbricht, dann haben wir hier nicht nur ein Long-Signal, sondern dann sollte auch der Euro-US-Dollar nachgeben. Das britische Pfund gegen den US-Dollar zeigt sich durchaus stärker, konnte heute hier die letzten Hochs überwinden und ist damit kurzfristig unterstützt. Das ist gar nicht so schlecht. Untergeordnet merkt man, wir prallen immer wieder hier an der Vortageshochausdehnung ab. Das ist hier ganz, ganz deutlich zu sehen in der blauen Zone. Weitere Long-Impulse sind daher vermutlich erst darüber zu erwarten. Aktuell ist er zwischen wichtigen statistischen Marken gefangen hier. Das sieht man eigentlich sehr, sehr schön. Und das ist aktuell so zwischen der 1,5180, 1,5190 und der 1,5225. Der US-Dollar, Kanadisch-Dollar kommt in die Korrektur, was auch völlig normal ist. Übergeordnet sind wir schon sehr weit in der Bewegung, wenn man sich das mal anguckt, mit dem Bruch, und da gehen wir mal hier, da machen wir mal diese ganzen untergeordneten Linien weg, mit dem Bruch der Seitwärtsphase, das war ja hier mal unser Long-Setup bei 1,1677, die meisten werden sich erinnern, setzte hier ein durchaus sehr, sehr bullisches Momentum ein und wir konnten 300 Pips ansteigen im US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Naja, und wenn wir uns das jetzt mal ein wenig aufdröseln, dann wäre die nächste qualitative Chance erst weiter hier unten. Und das bleibt daher auch unser präferiertes Long-Setup, nämlich hier erst im Bereich der 1,19 das zu kaufen. Die Frage ist, ob er da hinkommt. Ich meine, das sind auch immerhin nochmal 70 Pips, aber das wäre nun mal die qualitative Einstiegsvariante. Von daher so schlecht ist es nicht, vielleicht hier zu warten. Das wäre durchaus eine sinnvolle Variante. Naja, was haben wir noch gesagt? Neuseeländisch Dollar, US-Dollar tat sich wenig, seitwärts, vorsichtig mit den Shorts jetzt im Bereich der 0,7640er Marke, denn wir kommen hier in den Bereich der letzten Tiefs. Wer also jetzt innerhalb dieser Seitwärtsphase tradet, der sollte zumindest auch hier diese untere Begrenzung nochmal im Blick haben. Ansonsten bleibt das Ausbruchsetup weiterhin gültig. Long-Variante ist qualitativ nicht so hochwertig, weil wir eben übergeordnet Short sind. Das hatte ich ja schon auch häufiger in den Webinaren gesagt. Auch hier sieht man, selbst wenn wir über die 0,79 ansteigen können, maximal Platz 140 Pips,
allerhöchstens, aber spätestens hier an diesem blau markierten letzten Durchbruchstief wäre dann Schluss. Das heißt wirklich long, im übergeordneten Kontext ist der Kiwi hier erst über 0,81. Ansonsten gilt diese Seitwärtsphase und der Short ist deutlich zu bevorzugen. Der Euro NZD lief eigentlich positiv. Wir hatten ja hier den Ausbruch über der 1,5260 fokussiert. Der kam dann auch mit 65 Pips, prallte direkt an der Vortageshochausdehnung ab, statistische Marke, und zog dann wieder deutlich zurück. Das heißt, der Trade als solches ging ganz gut auf eigentlich. Vor allem hier mit dem Pullback, wenn man sich das nochmal anguckt, das markiere ich jetzt einfach mal mit Orange, dann kann man da eigentlich zufrieden sein. Das Einzige, was eben jetzt hier störte, war die Vortageshochausdehnung, die ihn sehr, sehr weit runtergeschickt hat. Wenn man also gehalten hätte, dann wäre man jetzt wieder nicht mehr im Plus, sondern leicht sogar im Minus. Von daher würde ich als mittelmäßig bezeichnen. Aufgrund des starken Einbruchs und der Tatsache, dass wir heute auch nochmal hier die Nachrichten vom Europäischen Gerichtshof kriegen, ist das mit dem Euro, da muss man eben mit volatilen Ausbrüchen und abgehackten Bewegungen rechnen. Noch auf der Liste war Britisch Pfund Australisch Dollar. Da hatten wir hier eine Long-Position vorgeschlagen, eine etwas risikoaffinere über 1,8652. Da ist er 130 Pips gestiegen, ist jetzt wieder runtergezogen. Nächste Pullback-Chance ergibt sich hier unten im Bereich der 1,8654. Das wäre eine schöne Long-Möglichkeit. Man muss nur bedenken, das ist jetzt hier die aktuelle Bewegung. Das bedeutet, er ist völlig intakt long, solange er hier nicht unter dieses letzte Tief geht. Korrekturen müssen also nicht zwangsläufig hier beendet sein, sondern können auch ein Stück weit runtergehen. Von daher wäre das als Split eventuell umzusetzen. Weitere Long-Positionen über 1,88 zu erwarten, dann mit deutlich bullischerem Momentum. Übergeordnet auf dem Tageschart hat sich das ja hier positiv entwickelt, denn wir sind mitten in einer neuen Bewegung und das könnte hier zu weitaus steigenderen Kursen führen, 1,8950 und oder sogar 1,92. Also britische Pfund zeigt sich aktuell sehr, sehr stark, daher im britischen Pfund keine Short-Position. Es zeigt sich auch im Euro-Britisch Pfund, dass der britische Pfund relativ stark ist. Man sieht es auch hier, der britische Pfund ist immer im Vorteil, zumindest in den letzten Handelstagen und Wochen, gegenüber dem Euro. Also britisch Pfund relativ stark. Einer der Kandidaten heute britisch Pfund, australisch Dollar. Wenn wir uns mal den DAX anschauen, der hatte hier den Ausbruch, konnte aber den nicht wirklich halten. Das ist nicht wirklich positiv und das lag unter anderem auch daran, dass der Dow Jones hier tatsächlich nicht ausgebrochen ist. Wir hatten gesagt, über 17.950 Punkten, Long-Position bis 18.111. Das ist schade in dem Moment, weil natürlich ich hier gerne auch den Long-Trade, den Durchbruchstrade gesehen hätte. Der kam nicht, anstattdessen sind wir hier abgeprallt. Im Fokus steht natürlich dann heute die Unterstützung bei 17.357 Punkten. Gleiches gilt im Übrigen auch für den S&P, der ist nämlich da direkt dran. Sollte der S&P hier unter das Vorwochentief fallen, unter 1.989 Punkte, ist damit zu rechnen, dass wir dann hier nochmal einen Abverkauf bis in den Bereich von 1.962 Punkten sehen sollten. Da wäre dann die Tages-200er, die Vorwochen-Tiefausdehnung und dann hier auch nochmal etwas später drunter die Wochen-EMA-50. Das heißt, alle Augen richten sich heute vermutlich hier auf diese Unterstützung und wie er sich generiert. Der S&P ist tendenziell hier weiterhin gut unterstützt, könnte sich also heute long entwickeln. Zweite Variante ist dann natürlich der Ausbruch hier oben long, die bleibt weiterhin bestehen. DAX kurzfristig gesehen zu shorten finde ich gefährlich in der Form, weil der DAX tendenziell etwas stärker ist. Wir haben hier noch eine relativ gute Unterstützung, spätestens im Bereich der 9700er Marke. Die hält ihn hier aktuell noch. Wenn wir jetzt nochmal in den wirklich kleineren Chart gehen, sehen wir auch die schwächere Eröffnung, die etwas nervösere Eröffnung. Auch da maximal vielleicht heute Gap Close drin. Weiter steigende Kurse sind dann über 9.900 Punkte zu erwarten, untergeordnet. Dazu müssten wir dann aber auch hier diese abwärts verlaufende Trendlinie brechen und dann wäre das Long-Setup frühestens heute im DAX ab 9.900 Punkten umzusetzen. Ansonsten wäre ich hier momentan vorsichtig. Die schwache Eröffnung ist durchaus und vor allem der starke Yen aus bullischer Sicht etwas bedenklich zu werten. Daher, wenn Long, dann ab 9.900 im DAX oder wenn der Dow Jones
bei 17.360 Punkten ist. Da könnte man auch nochmal gucken, ob man das nicht eventuell über den DAX macht. So ist die Lage für den heutigen Tag. Also, steht eine Menge an. Europäischer Gerichtshof, 14.30 Uhr Importpreise USA, 20 Uhr Beige Book. Und vor allem, es wird interessant zu sehen sein, wie sich der Dow Jones hier an dieser wichtigen Dreieckstrendlinie verhält, ob man da vielleicht untergeordneten Long Trade macht, beziehungsweise einen Durchbruch Short. Also darauf sollten Sie heute unbedingt achten. Weitere Analysen gibt es dann natürlich wieder zum Forex am Abend heute gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades, achten Sie auf Ihre Stops und die Positionsgröße. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.